Hey meine Beste draußen, ich bin Sam von Buddies United und heute habe ich das zweite Rückspiel des Champions League Halbfinales. Und heute spielt Atletico Madrid zu Hause gegen Real Madrid. Das Hinspiel endete 3:0 für Real, das heißt Atletico muss auf jeden Fall heute einige Tore schießen. Und wir haben uns wieder 6 Päckchen geholt von den UEFA Champions League Stickern. Jeder Sticker repräsentiert 3 Spielminuten und jeder Sticker des jeweiligen Teams zählt einen Punkt, beziehungsweise Glitzersticker doppelt. Und dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mal mit dem ersten Pack. Gestern haben wir jetzt auch schon ein Video gemacht, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und dann haben wir als erstes hier Forsen von Brügge, Sudani Hendrikes, Genaev und Terentjev, Bukalski und Gusev, Gordon und Lustig. Also keine Tore in der ersten Viertelstunde. Dann hier letzter Sticker vom FC Porto. Ribéry und Robin, Çalhanoğlu und Brandt, King und Gray und Sosa und Özbilis von Beşiktaş. Also weiterhin kein Tore und wirklich Atletico muss heute was zeigen nach dem Dreierpack von Ronaldo im Hinspiel. Hier haben wir Yarmolenko. Da und da haben wir auch schon den ersten Punkt, das erste Tor. Angel Correa und Nicolas Gaitán, die Argentinier, zum 1:0 für Atletico. Dann haben wir Dembélé und Schürrle, Hermann und Raphael und Boutet und Van Rijn von Brügge. Also Halbzeit bei Atletico gegen Real beim Madrid Derby und es steht 1:0 für Atletico, aber sie brauchen noch mindestens 2 Tore, um wenigstens in die Verlängerung zu gehen. Dann haben wir jetzt hier Glitzersticker Moskau, dann Marcelinho und Cafu, Delaney und Kusk, Jonas und Jimenez und McGregor und James Forrest von Celtic Glasgow. Letzte halbe Stunde der Partie. Hier haben wir als erstes mal das Champions League Logo. Dann Mascherano und Busquets von Barca, Bellarabi und Volland, Traoré und Balanta und Brian Ruiz und Slimani von Sporting. Und jetzt kommen wir auch schon zur Schlussviertelstunde. Kann Atletico nochmal irgendwas rausholen? Den Glitzersticker schauen wir uns mal. Ja, den schauen wir uns gleich an. Hier haben wir Rostov. Das heißt, wir brauchen 2 normale Sticker von Atletico. Hier haben wir erstmal Antolic und Jonas, Olsen und Ankersen, Stindl und Hahn und Moussa Dembélé und Griffiths von Celtic Glasgow. Damit war's das für heute. Ein Tor haben wir nur gesehen und zwar von Atletico Madrid, die zwar das Rückspiel für sich entscheiden können, aber ein 1:0 reicht ihnen nicht, um ins Finale einzuziehen. Damit für uns die Prognose, das Champions League Finale in Cardiff wird folgendes sein: Real Madrid gegen Juventus Turin. Und schreibt mal euren Tipp für heute Abend in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen und sehen wir uns bald wieder hier bei Buddies United. Ciao.